Hallo zusammen, euer Forscherteam der GUP ist heute wieder für euch da. Jetzt wird langsam Herbst und das ist die beste Zeit, um sich einmal mit dem Wetter näher zu beschäftigen. Wir werden heute für eure eigene kleine Wetterstation ein Hygrometer bauen, also ein Gerät, um die Luftfeuchtigkeit zu bestimmen. Und dafür benutzen wir einen Kiefernzapfen. Ein Hygrometer ist, wie schon gesagt, ein Gerät, mit dem man die Feuchtigkeit in der Luft bestimmen kann. In der Luft um euch herum ist nämlich immer auch etwas Wasser vorhanden. Das kann man nicht sehen, aber ihr kennt das vielleicht aus dem Sommer, wenn es so besonders drückend schwül ist, dann ist auch besonders viel Wasser in der Luft vorhanden. Wir haben da ja schon mal drüber geforscht, als wir uns mit dem Wasserkreislauf beschäftigt haben. Ja, mit so einem einfachen Zapfen kann man wunderbar bestimmen, wie viel Wasser in dieser Luft vorhanden ist. Was ihr für den Bau eines Hygrometers sonst noch so braucht, das seht ihr alles hier. Erstmal noch zu den Zapfen. Wir haben hier einen schönen großen Kiefernzapfen, die funktionieren besonders gut. Ihr könnt aber natürlich auch einen Fichtenzapfen oder etwas anderes nehmen. Achtet nur darauf, dass sie groß genug sind. Dann braucht ihr einen alten Baustein, etwas Klebe. Dann haben wir hier zwei Pappkarten. Die eine habe ich nochmal mit einem weißen Papier überklebt. Dann braucht ihr einen Strohhalm. Dann könnt ihr einen Plastikhalm nehmen oder ökologischer, einen echten Strohhalm. Dann eventuell eine Stecknadel, etwas Knete, doppelseitiges Klebeband, ein paar Stifte und eine Schere. Und schon legen wir los. Zuallererst bauen wir uns einmal einen Ständer für unser Hygrometer. Dafür brauchen wir die nicht beklebte Pappkarte. Dann nehmen wir den Bauklotz und kleben da einfach doppelseitiges Klebeband auf zwei Seiten drauf, damit wir ihn einmal befestigen können auf der Pappe und dann noch von vorne eine Leinwand quasi davor kleben können. So, einfach zwei Streifen abgeschnitten, schnell draufgeklebt, den zweiten, so. Aufkleben, kann das auch schon mal weg. Und dann klebt ihr den Bauklotz einfach ganz hinten auf die Pappe drauf. Und zwar klebt ihr ihn so drauf, dass das andere doppelseitige Klebeband nach vorne zeigt. So, erster Schritt ist schon mal geschafft. Dann braucht ihr die Knete. Damit könnt ihr nämlich super euren Kiefernzapfen befestigen, aber so, dass ihr ihn auch immer mal wieder lösen könnt, wenn ihr möchtet. So, macht ihr einfach so einen Knetebollen da drauf. Etwas seitlich ist am besten. Dann könnt ihr euren Zapfen da schön gerade raufstellen. Ich benutze jetzt mal den Kiefernzapfen. So, wichtig ist übrigens auch, wenn ihr das baut, dass der Kiefernzapfen schön geöffnet ist. Warum, werdet ihr noch sehen. So, das hält gut. So verrutscht er nicht und steht schön gerade. Im nächsten Schritt bringen wir jetzt den Zeiger an. Dafür könnt ihr entweder die Stecknadel nehmen und einfach in eine schöne große Schuppe des Zapfens reinpieksen. Und zwar auf der Seite, wo noch mehr Platz ist. So, ich stecke die hier mal rein. So, das hält. Dann nehmt ihr ein Stückchen von dem Plastikstrohhalm, schneidet das ab und stülpt das da drüber, sodass ihr einen Zeiger bekommt. So, einfach abgeschnitten. Dann kann man das so da drüber stülpen. Und schon habt ihr einen Zeiger. Eine zweite Variante, wenn ihr den ökologischen Strohhalm benutzen wollt, ist einfach ein bisschen Klebe auf diese Schuppe zu machen und den Strohhalm da drauf zu kleben. Einfach Klebe drauf, den Zeiger befestigt. Die Länge kann man dann immer noch mal korrigieren. Und schon habt ihr auch einen Zeiger mit diesem Strohhalm gebaut. An dieser Stelle ist es jetzt erst einmal wichtig, dass ihr versteht, wie so ein Hygrometer eigentlich funktioniert. Diese Zapfen haben nämlich eine ganz besondere Eigenschaft. Bei feuchtem Wetter schließen sie die Schuppen und bei trockenem Wetter öffnen sie ihre Schuppen. Das heißt, der Zeiger, den wir hier angebaut haben, wird mitbewegt von dem Zapfen. Bei trockenem Wetter, so wie jetzt, ist der Zapfen weit geöffnet und der Zeiger steht so schräg nach unten. Bei feuchtem Wetter aber, wenn er sich schließt, wird dieser Zeiger hier mit nach oben bewegt. Und das ist ganz genau das, was wir uns zu Nutzen machen. Jetzt haben wir hier noch die weiße Pappe, die können wir jetzt nämlich hier hinterbauen und eine Skala darauf einrichten. Natürlich können wir nicht ganz genau die Luftfeuchte ablesen, aber wir können dann sehen, ob die Luft feucht oder trocken ist. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich eine Markierung für trocken machen und hier weiter oben eine Markierung für feucht. So, das male ich mir jetzt einfach mal mit meinen Stiften. Ist am besten, wenn ihr es vorher baut, dann könnt ihr nämlich ungefähr sehen, wo ihr diese Skala machen müsst. So, ich male jetzt hier einfach mal auf. Oben ist feucht, da male ich mal ein paar Regentropfen hin, schreibe feucht hin. So, jetzt male ich mir hier einfach ein paar Skalenpunkte weiter nach unten.
und kann dann hier unten trocken hinschreiben. Trocken. So. Und mal mir dafür eine Sonne auf. Natürlich muss es nicht unbedingt sonniges Wetter sein, aber einfach als Symbol für kleinere Kinder male ich die Sonne hin, als Symbol für trockenes Wetter. Meine Skala kann ich jetzt einfach hier hinten auf den Bauklotz kleben. Dafür ist es ganz praktisch, dass man den Zapfen nochmal wegnehmen kann. Müsst ihr nur das Klebeband hier hinten abziehen, das doppelseitige. So, das lege ich mal zur Seite. Dann könnt ihr eure Skala hier hinten einfach dagegen drücken und ankleben. Den Zapfen wieder in Position bringen. So. Und schon ist euer Hygrometer fertig. Wie euer Hygrometer funktioniert, das wisst ihr ja schon. Bei trockenem Wetter sind die Schuppen des Zapfens weit geöffnet und der Zeiger zeigt hier auf trocken oder eher trocken. Wenn das Wetter jetzt feuchter wird, dann schließen sich die Schuppen und nehmen den Zeiger mit und der Zeiger wird dann auf feucht zeigen. Jetzt könnt ihr euer Zapfenhygrometer mitnehmen und draußen aufstellen, in einem Ort, der schön windgeschützt ist und natürlich auch vor direktem Regen geschützt ist. Es soll ja nur die Feuchtigkeit messen, die in der Luft vorhanden ist. Aber eine Frage stellt sich natürlich noch, warum öffnet und schließt sich der Zapfen eigentlich? In den Zapfen sind Samen vorhanden, die der Zapfen nur abgeben möchte, wenn das ideale Wetter ist, damit die Samen sich verbreiten können, nämlich bei trockenem Wetter. Wenn man so einen Zapfen nimmt und so ein bisschen aufklopft, wenn er ganz weit geöffnet sind, dann kommen hier auch wirklich die Samen raus, die könnt ihr dann auch mit euren Kindern schön beobachten. Und ihr könnt es auch ausprobieren, dass ihr so einen Zapfen einfach mal in ein Glas mit Wasser legt. Dann schließt er sich nämlich ganz schnell wieder. Das kann man relativ gut beobachten. Ganz schnell heißt natürlich nicht in Sekunden. Etwas mehr Geduld braucht man schon, aber das könnt ihr sehr gut selber erforschen. Ihr könnt auch mal probieren, wenn ihr zu ungeduldig seid, jetzt auf feuchteres Wetter zu warten, hier mal ein bisschen Wasser auf den Zapfen zu sprühen. Dann schließt er sich nach einer Zeit auch. Aber auch da ist etwas Geduld gefragt. Ja, ihr seht, es gibt noch ganz viel, um dieses Zapfenhygrometer herum zu forschen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und auch viel Spaß mit eurer kleinen Wetterstation und sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.